Hallo, hier spricht dein Technikexperte von Richtige Wahl. Heute werfe ich einen Blick auf den Fernseher von LG aus der UR81-Serie. Falls du neugierig auf den Preis bist, findest du alle Infos dazu über den Link in der Videobeschreibung. Und falls du bereits Erfahrungen mit diesem Modell hast, zögere nicht, sie in den Kommentaren zu teilen. Dein Input kann anderen helfen, ihre perfekte Wahl zu treffen. Vergiss auch nicht, das Video zu liken und zu abonnieren. Also, lass uns loslegen und schauen, was dieser LG-Fernseher so drauf hat. Das Design des Fernsehers ist klassisch in Schwarz gehalten, was in jedem Wohnzimmer elegant aussieht. Mit dem Standfuß misst er 167,8 cm in der Breite, 104,5 cm in der Höhe und 37,8 cm in der Tiefe und bringt dabei 34,6 kg auf die Waage. Für alle, die ihren Fernseher lieber an der Wand sehen möchten, ist auch eine Wandmontage möglich. Dazu braucht man eine Halterung nach dem WESA-Standard, die 400x400 mm groß sein sollte. Ein praktisches Feature, das zusätzliche Flexibilität in der Aufstellung bietet. Der Bildschirm dieses LG-Fernsehers ist ein echtes Highlight. Mit einem 4K-Display und einer beeindruckenden 75 Zoll Diagonale ist das Bild scharf und groß. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz sorgt für fließende Bewegungen, perfekt für schnelle Action-Szenen. Die Farbtiefe von 8 Bit gewährleistet lebendige Farben. Dank der IPS-Technologie bietet das Display breite Blickwinkel und die Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung. Der Energieverbrauch liegt bei dieser Größe und Qualität im Rahmen. Der Fernseher gehört zur Energieeffizienzklasse F und verbraucht durchschnittlich 127 Kilowattstunden pro Jahr. Der Alpha 5 Gen 6 4K AI-Prozessor ist das Herzstück dieses Fernsehers. Er optimiert das Bild für ein beeindruckendes 4K-Erlebnis. Mit der AI Brightness Control passt sich die Helligkeit des Bildschirms an die Umgebungsbeleuchtung an, was zu jeder Tageszeit für optimale Sicht sorgt. Der Filmmaker Mode ist ein besonderes Feature für Filmfans. Er deaktiviert die Bewegungsglättung und erhält die originalen Seitenverhältnisse, Farben und Bildraten, sodass Filme genau so gesehen werden können, wie es der Regisseur vorgesehen hat. Für Gamer ist dieser Fernseher ebenfalls ein Traum. Die hohe Bildwiederholfrequenz und 4K-Auflösung sorgen für ein immersives Spielerlebnis. Der Sound dieses Fernsehers wird durch zwei integrierte Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 20 Watt geliefert. Diese Konfiguration bietet eine solide Audioleistung für alltägliche Anwendungen. Wenn du jedoch ein noch intensiveres Klangerlebnis suchst, besteht die Möglichkeit, ein Heimkinosystem oder eine Soundbar anzuschließen. Hierfür stehen dir sowohl ein optischer Audioausgang als auch ein HDMI-Anschluss zur Verfügung. Das ermöglicht eine flexible und einfache Erweiterung des Audio-Setups, um das Beste aus Filmen, Musik und Spielen herauszuholen. Dieser LG-Fernseher ist nicht nur ein visuelles, sondern auch ein smartes Erlebnis. Ausgestattet mit dem Betriebssystem WebOS 23 bietet er Zugang zu einer Vielzahl von Anwendungen und Streamingdiensten. Das bedeutet, du hast deine Lieblingsfilme und Serien direkt auf Knopfdruck. Was die Smart-Funktionen angeht, setzt dieser Fernseher neue Maßstäbe in Sachen Komfort. Er unterstützt Amazon Alexa Built-in, Apple AirPlay, HomeKit und Meta. Das ermöglicht es dir, bequem angeschlossene Geräte zu überwachen und Informationen per Sprachbefehl abzurufen. So kannst du nicht nur den Fernseher selbst, sondern auch dein Smart-Home-Ökosystem einfach steuern. Ein echter Mehrwert für jeden, der Technologie liebt und sein Zuhause vernetzen möchte. Nach Durchsicht der Kundenrezensionen lässt sich feststellen, dass ernsthafte Beschwerden zum LG-Fernseher aus der UR81-Serie nicht vorliegen. Stattdessen hebt sich der Fernseher durch positive Aspekte hervor. Super Klang und klasse Bild. Damit sind wir am Ende unseres Tests des LG-Fernsehers aus der UR81-Serie angelangt. Interessiert dich dieses Modell und möchtest du den aktuellen Preis erfahren, dann wirf doch einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findest du alle notwendigen Links. Hast du Fragen zu diesem Fernseher? Zögere nicht, sie in den Kommentaren zu hinterlassen. Ich werde sie dir gerne beantworten. Und falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und dein Abo freuen. Ich arbeite bereits am nächsten Video, also verpasse es nicht und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal.